Herzlich willkommen zu Solus Project. Ich habe mir jetzt mal hier so einen kleinen höheren Aussichtspunkt verschafft und da hinten ist der Mechanismus, den wir in der letzten Folge kurz vor unserem Ableben noch ausgelöst haben. Und hier sieht man, was passieren wird. Da wird sich also das große Stück hier rüberschieben und das würde ich sagen, machen wir mal. Ich weiß nicht warum, was wir davon jetzt so explizit haben, weil wir kommen ja auch so auf die andere Seite. Aber nun gut. Auf zu neuen Gefilden. So, und ich versuche jetzt mal clever zu sein und dachte mir, ich könnte so vielleicht ein bisschen unser Vorankommen ein wenig beschleunigen. Hops. Ah, hier sehen wir unten die Bahn. Ist das denn wirklich voran, wenn wir den Mechanismus da auslösen? Ich weiß es nicht. Na klar, wir können da einfach dann rüberlaufen, aber bringt uns das so viel? Sollten wir den wirklich jetzt hier schon verwenden? Vielleicht lieber doch nicht. Ich meine, ich habe ja gespeichert. Wir lösen mal den Mechanismus aus und gucken mal, ob sich dann irgendwas Neues... Oder eigentlich ist Quatsch. Egal, komm, hauen wir rein den Spaß. So. Schwer drin und let's go. Auf geht die wilde Fahrt. Jetzt sagt die Temperatur, die sagt, das geht noch. Jetzt hier nicht gleich vom Orkan weggepustet werden. Und da setzt sich der ganze Spaß in Bewegung. Ja, dann können wir also da die Straße wieder benutzen. Was haben wir davon? Klar, alles deutet in Richtung dieses Ziels. Aber uns fehlen 4 Schlüssel. Insgesamt also noch 2. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir wieder zu unserem Funkturm zurückkommen. Ja, die Temperatur fällt wieder. Aber... Warte mal, war das der gleiche Mechanismus? Ich meine, vorhin war doch alles unter Wasser. Haben wir ja echt Ebbe und Flut? Oder war es ein anderer Mechanismus? Jetzt bin ich echt verunsichert. Na gut, das Ding ist jetzt in Position. Den Hebel können wir nicht wieder rausnehmen. Gut, jetzt haben wir den Weg offiziell wieder hergestellt. Toll. Aber was hat es uns gebracht? Jetzt weg. Was? Aha. Okay. Versorgungsgüter. Was haben wir denn hier alles? Kraftnahrung. Was bist du da hinten? Mit einem Fragezeichen. Du wirst jetzt Zeug loswerden. Da führt kein Weg dran vorbei. Das können wir mal fressen, die leckere Pflanze. So, und jetzt nehmen wir hier Kraftnahrung mit. Ich möchte eigentlich gar nichts davon wegschmeißen. Aber wir brauchen definitiv mehr Nahrung. Ach komm, dann hauen wir das Schild weg. Oh, Kraftnahrung. Was liegt denn da? Nur die Medipacks, okay. Aber 2 Kraftnahrung ist nicht sehr viel. Ich bin ja fast in der Versuchung zu haben, wir hauen eine Flasche weg. So. Okay. Dann haben wir schon mal wieder ein bisschen Nahrung. Aber so wirklich viel hat uns das jetzt auch nicht gebracht. Nichtsdestotrotz ist mir eingefallen, dass ja hinter dem Turm hatten wir in der einen Folge am Ende noch so eine Hand gesehen. So eine Handstatue. Und das könnte durchaus ein Hinweis sein, dass es dort noch mehr zu holen gibt.
Weswegen ich mich jetzt nochmal auf in diese Richtung mache. So, wir speichern. Und dann Vollgas voraus. Einstein, Moment des Lichts. Oder Moment des Lichts war es ja vielmehr. Dann können wir uns hier auch. Haben wir da hinten schon? Egal, erstmal jetzt hier lang. Ja, die netten Fallen. Ja, die Fackel wird mal ruhig auspacken. So, und jetzt können wir uns hier nochmal in Ruhe umschauen. Hier irgendetwas? Nein. Ah, da führt das Kabel schon lang. Da geht der Weg nach oben. War hier auf der Seite auch die Hand? Ja. Dort ist auch die Hand. Dann packen wir mal den Teleporter aus. Ups. So, und dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Hopp, da hoch. Schlupf. Hoppa. Da ist die Hand. Da ist irgendein Mechanismus. Das sieht doch spannend aus. Kommen wir da auch irgendwie drauf? Ja. Hm. Was ist jetzt passiert? Ist da eine Höhle drunter? Ja, sieht gleich. Oh, 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 es ist etwas aufgegangen. Dann Fackel raus und rein. Doch. Rein ins Unbekannte. Jetzt hier irgendwas Nettes zu holen. Luft. Oh. Ah, uralte Luft. Oh, herrlich. So. Hier. Hm, noch mehr nichts. Versiegelter Glaube. Julas Aufzeichnung 25. Jahr nach dem Exodus. Die Rebellen wüten draußen, um hereinzugelangen. Dieser Schlüssel gehört uns, obgleich ich mich um Kur sorge. Um seinen Glauben. Er trägt den Schlüssel unter seinem Kopf. Sicherlich wird er die Tür nicht für die Rebellen öffnen. Wir werden über sie siegen, über diese Wilden. Okay, da ist ein Schlüssel. Der letzte Aufstand. Ah, okay, da haben sie sich hier also verbarrikadiert. Das heißt, die Abbildung, wo die Wesen irgendeinen Stab in der Hand haben, das sind also hier die Himmelsmenschen. Und hier wieder das Angstsymbol. Okay, jetzt haben wir schon mal drei Schlüssel. Das, wir kommen ja ganz, ganz allmählich voran. Die Frage ist halt jetzt, gibt es hier noch mehr zu holen? Oder eben nicht? Fragen aller Fragen. Hopp. Ja, keine Ahnung, wo das Ding gelandet ist. Hopps, einfach mal nach vorne ballern. Ah, toll, super. Ah, das war viel besser. Okay, das ist irgendwie hier Mist. Ah, geil. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Hä? Hey. Ja, cool. Hopp. Schön. Ja, geil. Geilotastisch. Hui, Flieg und Sieg. Ach. Ich will doch nur hier raus aus dem Mist. Hui. Ah, jetzt haben wir es geschäftet. Nicht wieder runter. Meine Fresse. Ja, die ist so nervig. So, schaffen wir es jetzt hier endlich mal raus. Ich will hier raus. Mist. So, können wir uns jetzt hier durch... Ich will doch nur hier raus. Wo
ballerst du denn ein Ding auch hin, Kollege hier? Ich will raus. Kommen wir hier vielleicht raus? Ja, ja, ja. Wir sind fast frei. Yippie. Freiheit. So, und jetzt schaue ich mal, ob es da drunter wirklich eine Höhle gibt. Oder ob das eine optische... Ich will doch jetzt hier nur weg. Oder ob das eine optische Täuschung war. Theoretisch würde uns jetzt noch ein Hebel und ein Schlüssel fehlen. Hätten wir den Hebel mal nicht verbraucht. Aber nun gut, hinterher ist man immer schlauer. Und? Gibt es hier irgendwas für uns zu holen? Ducken. Warte mal, wir trinken gleich nochmal einen Schluck. Nochmal ducken. Mann, jetzt hier. Wieder spenstige, garstige Höhle, du. Was ist denn jetzt das blöde Wasser? Da. Trink mal einen Schluck. Ah, sind wir wieder kalt und nass. Toll. Jetzt möchte ich aber gerne wissen, was sich hier drunter verbirgt. Ja, nochmal ducken. Ganz schön eng hier. Was haben wir denn hier? Ein Mechanismus kann aktiviert werden, okay. Und so ein Ei. Und oh, ganz viele Eier. Hä? Jetzt haben wir Mechanismus aktiviert. Toll, ne? Und ich habe keinen blassen Dunst, wofür dieser war. Können auch nur einmal aktivieren, okay. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hoch und schauen uns dort um. Vielleicht hat sich ja draußen jetzt irgendetwas getan. Oh, ich will hier raus. Überall der ganze Gehänge und Gequetsche hier heute. So, Mechanismus betätigt und nun? Was haben wir jetzt davon? Ist hier noch irgendwas auf dieser Insel versteckt, was wir nicht entdeckt haben? Oh, nerv. Ich will doch hier raus. Ich will nicht mehr feststecken. Ganz ehrlich, Freunde. Da habe ich keine Böcke mehr drauf. Muss man hier von außen überall abchecken. Ob es hier noch irgendwas Neues für uns gibt. Ganz schön dunkel wieder. Ja, das war nix. Das war auch nix. Oh, da hoch. Yeah. Au. Das wird nix. Dann müssen wir wohl doch in die Richtung. Platz, da liegt's wieder unten. Batz. Tun wir uns auch gleich nochmal weh. Oh. Ich mag nicht. Bleib doch. Du Scheißteil. Bleib doch jetzt da oben, Mensch. Sag mal. Na mal. Jetzt bleib da. Bleibst du. Ach, ich geb's auf. Jetzt vielleicht. Schauen wir mal, wo es gelandet ist. Au, gleich sind wir tot. Dürfen wir erstmal ein Medikit fressen. Komm, hau rein, das Ding. Nee. Ich würde gerne ein bisschen mehr sehen, vor allem. Hops, hier einmal rüber. So, und hier wieder unser Spielzeug ausgepackt. So, Dalle. Es wird schon wieder frostig, aber da haben wir noch genug Zeit, glaube ich, für. Oder ach komm, wir gehen erst. Ach, ich weiß doch auch nicht. Ja, noch geht's. Wir wissen ja, wo die Wärmequelle verborgen ist. Schauen wir uns erstmal hier um. Das interessiert mich doch jetzt schon. Oh, die blöden Fallen lassen wir ganz elegant links liegen. Hat sich jetzt irgendetwas getan? Sieht
sieht erstmal für mich nicht so aus. Wofür war verdammt nochmal der Mechanismus? Doch nochmal nach oben gehen? Hier gibt es ja sonst nichts. Schaffen wir das körpertemperaturmäßig, denke ich schon. So, wir rennen im Eiltempo nach oben. Unsere Körpertemperatur 36,4, das geht noch, aber wir sollten uns langsam beeilen. So, hauen wir mal einen Schlüssel rein. Klickidi klick. Tja, einer fehlt uns noch, ein einziger Schlüssel. Klatscht den auch schon mal rein. Ping. Was tut sich denn da? Was hier? Lesen wir mal. Der Turm. Achso, gut, das kennen wir ja schon. So, und jetzt fehlt noch ein Schlüsselchen. Ein Schlüssel fehlt noch, damit hier die Party abgehen kann. Ein Schlüssel. Nutzen wir das Ganze mal, um uns ein bisschen umzuschauen. Waren wir da hinten schon? Ich glaube, das ist der Fuß. Hier hinter war die Hand. Will ich jetzt einfach mal sagen, wir orientieren uns ein bisschen hier in dem Gefilde noch. Na, Schlüssel haben wir keine mehr. Ich gucke trotzdem nochmal der Vollständigkeit halber hier, ob hier noch. Erwarte ich jetzt auch ein Schlüsselloch? Jawohl. Ja, dann würde ich fast sagen, gucken wir uns mal in dem Gebiet dort hinten um. Hier waren wir überall schon so ein bisschen. Also, den raus und Feuer! Ui! Nee, es ist keine schöne Stelle, wo der gelandet ist. Das Ganze bitte nochmal. Flieg! Und tschüss. So, und wo sind wir gelandet? Perfekt, genau auf dem Weg. Was, aber was, was hat dieser Mechanismus gemacht, den wir da betätigt haben unten? Was hat er getan? Die Frage interessiert mich natürlich jetzt ganz beträchtlich. Ja, dir ist kalt, habe ich verstanden. Erstmal was warmes futtern hier. Yam, 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 yam. Und nochmal ein Schlückelein trinken. So, dann kannst du dich erstmal aufwärmen. Ein kleines Ründchen schlafen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns auf die Suche nach dem letzten Schlüssel begeben, um dann diese große Energie-Wetter-Sonst-was-Maschine zu aktivieren. Bis dahin wünsche ich euch wie eh und je eine wunderbare Zeit, Freunde. Macht's gut. Ciao.